So, nimm das. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Nein, du Trottel! Ich nehme eure Niederlage an. Ah, tut mir leid. Guck, Leute, das ist so... Ah, das ist so ätzend, wenn man mit denen hier rumläuft. Offenbarer des Lasters. Diese Itemnamen sind einfach göttlich. So. Das Amulett rippe ich mir einfach mal. Aber... Ja, Leute, wie ihr gesehen habt... Ich habe schon extra nur mit meinem Dolch auf die Füße gezielt von den Feinden, damit ich ja nicht diesen Kerl treffe. Aber ich habe ihn trotzdem noch getroffen. Irgendwann mitten im Kampf habe ich ihn erwischt mit dem Dolch und dann hat er mich angegriffen. Aber für die Leute von euch, die es noch nicht wissen, wenn ihr Rechtsklick habt, also die Blockentaste gedrückt hält und dann den Gegner ansprecht mit der Leertaste, dann könnt ihr quasi aufgeben und dann, wie ihr gesehen habt, ich nehme eure Aufgabe an. Und so könnt ihr dann halt noch einmal einen Rückzieher machen. Oh, oh Gott, ist das hier voll. Ja, ich habe schon vermutet, dass früher oder später der Kerl umkommen wird. Na, schmeckt's auf dem Boden? Oh, oh, ja, ja. Nicht vergessen, die anderen Pfeile auszurüsten. Na? Ich muss also schon sagen, ich bin schon ein bisschen... Ein bisschen neidisch auf euch. So viele Menschen träumen davon, endlich mal fliegen zu können. Und ihr macht das jeden Tag. Was heißt jeden Tag? Ihr macht das zumindest mal, wenn ich euch ein bisschen dabei aushelfe. Oh Gott. Können Clanbands auch durch Türen? Nein. Okay, gut, gut, gut. War zum Glück noch ein Two-Shot. Das war noch sehr angenehm. So, nehmen wir seinen Siegelring. Das Medaillon ist schön viel wert. Das Schweinemedaillon. So, gib mir etwas Heilung, gib mir eine verkohlte Leiche. Nein, das will ich nicht unbedingt. Tür! Nein, nur irgendwas Leuchtendes. Tür! Geht's da hoch? Jawohl, nice. Safe, go. Tür zu die Chaos-Fetzung. Festung. Nein, kein Bedarf. Da möchte ich nicht rein. Oh, hallo. Herr Clanban. Oh Gott. So, tot. Ja, vor dir habe ich keine Angst. Du sackst. Du sackst dicke. Aber mir gehen trotzdem bald mal die Pfeile aus. Das ist nicht so gut. So, kleines Licht. Habe ich schon das Clanban? Nee, oder? Nein. Gib mir meine Pfeile zurück, du Biest. So. Chaosfestung. Oh, dann war das doch die richtige Tür. Ach, Mist. Oh, Crap. Dieses kranke Schwein einfach mal eiskalt einen Eisatronachen. Haha, eiskalt einen Eisatronachen beschwört. Oh. Gott, wie dieser Pfeil. Ah. Oh, oh shit. Komm schon. Okay, einer ist tot. Yes, das war der mit dem Eisatronachen. Ah, jetzt wollte ich ihn etwas predikten. Ich dachte, er wird weiter nach links laufen. Aber ich habe keine Aufladung mehr. Deswegen brauche ich jetzt auch so viele Hits für die Dinger. So, wie schmeckt dir aber das hier? Hör auf, dich zu bewegen, Mann! Noch nicht tot? So, jetzt aber. Ich stand direkt vor deiner Nase und habe dir volles Rohr den Pfeil in die Brust gejagt.
Auch wenn das keinen Sinn macht, weil wenn man einen Pfeil direkt vor der Brust loslässt, kann er nicht mal Geschwindigkeit gewinnen und sollte eigentlich keinen Schaden machen. Aber das macht natürlich das Gameplay ein bisschen angenehmer. Und man muss nicht sich so den Arsch aufreißen, wenn man irgendjemandem etwas einschenken will. So, der Kampf wäre auch geschafft. Mit zwei Beschwörern, von denen sich einer einfach mal gedacht hat, ach, weißt du was, Stone, ich hau dir mal einfach einen Eisadronarchen aufs Fressbrett. Ich glaube, das ist eins von meinen neuen Lieblingswörtern. Seitdem einer der Charaktere bei Risen das benutzt hat. So, schauen wir mal. Vorsichtig. Das ist merkwürdig. Normalerweise, da haben wir einen Scamp. Normalerweise werde ich auf diesem Level schon mit Gegnern zugeströmt. Das ist etwas ungewöhnlich. Ich vertraue der Situation nicht. Mal sehen, ob wir ihn headern können von hier aus. Piu, pow, one shot. So muss es laufen. So wollen wir das. So wollen wir das sehen. Am liebsten wäre mir es natürlich, wenn es die ganze Zeit so laufen würde. Und ich bin gesichtet worden. Ja, ich habe gesehen, da kommt etwas von oben. Ah, knapp daneben ist auch vorbei, Stone. Sieht nach einem stinknormalen Beschwörer aus. Der mir einen Scamp beschworen hat. Und jetzt einfach nicht stillhalten will. Ah, du bist zu schwer belastet. Nein! Oh, Mühsal für 20 Sekunden. Okay. Moment, vielleicht können wir da mit meinem Federzauber... Aha, mein Federzauber ist besser als dein Mühsalzauber. Oh, Stab des Mühsals. Hat er mit dem Stab auf mich geschossen, das Schwein. Aber ich glaube, ich muss... Ja, ich kann nur maximal 250 tragen. Ich werde jetzt nicht meinen Pfeil aufheben, den ich verschossen habe, weil ich ihn nicht sehe. Sondern Feder immer wieder nachcasten müssen, wenn ich mit meinem ganzen Equip hier rumlaufen will. So, hoffen wir mal, dass es ein guter Siegelstein ist. Siegelstein der Wiedergeborenen. 20 Feuerschaden. Perfekt. Nimm ich. Komm, schneller. Ich hab geschlossen. Los, los. Oh, da fällt mir ein, ich muss gleich mal im Inventar nachgucken, ob ich den Ring eingesteckt habe. Von dem Dornenordenskrieger. Kaum hatte ich den Siegelstein berührt, fand ich mich außerhalb des Oblivions in Tamriel wieder. Das Tor wurde zerstört. Ich sollte Aminus Gregory so schnell wie möglich von meinen Taten berichten. Ja, bla 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 bla. Genau, ich sollte mit dem Grafen darüber reden. Einmal müssen wir ihm jetzt sagen, ja, hör mal Junge, dein Sohn hat es leider nicht geschafft. Moment, dazu gucken wir wegen dem Ring. Genau, Indaris Siegelring, perfekt. Dann können wir den Quicksave überschreiben. Hör mal, dein Sohn hat es leider nicht geschafft, aber... Kriege ich trotzdem den Loot? Deine Unterstützung? Hey Leute. Da. Ihr habt es vollbracht. Was ist mit Favil? Tot. Dann ist dies ein trauriger Tag für Chardinal. Die Ritter waren rechte Maulhelden, aber den Tod hatten sie nicht verdient. Ich bleibe hier und durchkämme noch einmal das Gebiet. Geht direkt zum Grafen, er wartet auf euren Bericht. Wird sofort erledigt. Vielleicht kann er uns noch so im Nachhinein etwas zu Favil sagen, was uns vielleicht interessieren könnte. Chardinal wird um ihn trauern. Offensichtlich nicht. Was wird denn mit dem Dornenorden jetzt geschehen? Es ist schlimm, dass so viele der Ritter umgekommen sind. Ihre Absichten waren sicher gut, wenn auch ein wenig selbstsüchtig. Das ist korrekt. Graf Indaris wartet. Ich weiß, und deswegen wollen wir auch gleich mal zu ihm hin. Hey Indaris, ich habe das Tor geschlossen, aber da ist so eine kleine Sache. Also, dein Sohn ist ja Ritter des Dornenordens. Also, falls es jetzt sein Sohn war, ich weiß es nicht genau.
Und es war so eine Sache, also ich hatte den Dolch in der Hand und ich schwöre, ich habe nur auf die Füße gezielt. Und dann habe ich zugestoßen und dann war der Dolch in dem Rücken deines Sohnes und ja, eins hat zum anderen geführt, ihr kennt die Geschichte. Ihr habt aber geschickte Finger. Was habt ihr euch eingebrockt? Nichts. Was haben denn geschickte Finger hier wieder mit irgendwelchen Einbrüchen zu tun? Leute, ich verstehe euch nicht. Ich kann nur sagen, dass ich beliebt bei den Frauen bin. Ah, oh, diese flachen Witze. Ist ja okay, ist ja in Ordnung, Ladies. Ich höre schon auf damit. Ihr seid zu schwer belastet. Nein! Jetzt nicht mehr. Wer auch immer du bist, wahrscheinlich Wachenhauptmann oder so. Ich freue mich, den Retter von Chardin-Hall endlich kennenzulernen. Und obwohl Farvils Tod mich betrübt, weiß ich, dass ihr alles getan habt, was in eurer Macht stand. Ich weiß, er war zuweilen schwierig und sprach manchmal unbedacht, doch er war mein Sohn und ich habe ihn geliebt. Ich bin mir sicher, dass es nicht ganz einfach war, mit ihm zu reisen und ich weiß eure Geduld zu schätzen. Wo andere ihn dem Tode überlassen hätten, kämpftet ihr sicher an seiner Seite. Euer Handeln war edel und soll mit Goldstücken belohnt werden. Yay! Euer Verlust grämt mich, my Lord. Ich danke euch für euer Mitgefühl. Ihr seid wahrlich von edler Gesinnung. Konntet ihr etwas von ihm in Erfahrung bringen, bevor Oblivion ihn nahm? Nicht wirklich, außer dass er ätzend drauf war. Aber hier habt ihr euren Ring. Hab Dank. Ihr habt all die Lobpreisungen verdient, mit denen man euch überhäuft. Ich grüße euch. Ich behalte diesen Ring als Andenken an... Ach nein, ihr sollt ihn haben. Ihr wart der Letzte, der ihn begleitet hat, und ich denke, ihr solltet den Ring zur Erinnerung an eure Taten tragen. Ihr dürft ihn nicht ablehnen, ich will, dass ihr ihn behaltet. Ich danke euch im Namen der Bürger von Chardin-Hall. Möge Arkay euch auf eurem Weg führen. Dankeschön, aber eine Frage hätte ich noch. Kriege ich jetzt die Unterstützung eurer Soldaten? Ich werde die Dienste nicht vergessen, die ihr Chardin-Hall geleistet habt. Wie ihr das Oblivion-Tor vor der Stadt geschlossen habt, das war ein richtiges Bravourstück. Ich gebe euch nicht die Schuld am Tod meines Sohnes. Er selbst ist dafür verantwortlich, so schwer es auch für einen Vater ist, das zuzugeben. Nachdem die unmittelbare Bedrohung nun von Chardin-Hall abgewendet ist, werde ich eure Bitte gerne erfüllen und Verstärkung nach Bruma entsenden. Vielen Dank, und damit wär schon zumindest mal diese Stadt abgehakt. Ich bin mit euch fertig. Oh Gott, wieso mag mich niemand? Wie hoch ist denn mittlerweile meine Infamie? Ist die wirklich so hoch? Nein, Ruhm 64, Infamie 31. Und trotzdem mag mich kein Schwein. Wahrscheinlich, weil ich noch keine Nebenquests gemacht habe. In den ganzen Städten. Mit denen man sich ja auch Infamie und den ganzen... Infamie, jetzt denke ich an Infamous. Infamous 2 werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen. Ja, das wird geil. Wenn ich mal die Zeit finden sollte, das auch zu zocken. Ich hoffe es doch. So, aber aktive Mission. Hier, Verbündete für Bruma. Holen wir uns mal an. Will als nächstes, ja, ich weiß, das letzte, was ich gesagt habe am Anfang dieser Aufnahme, war, dass ich eigentlich zuerst die Rüstung von Martin holen will, weil das hier etwas stumpfsinnig werden könnte. Die ganzen, wie heißt das? Wie heißt das, Leute? Sagt mir, wie es heißt. Wieso sagt ihr mir nichts? Die ganzen Unterstützungen zu holen, weil man für alle oder zumindest wahrscheinlich mal für einen großen Teil immer wieder Gefallen tun muss, da Oblivion-Tore schließen, dort dies und das machen. Aber ich befürchte so ein bisschen, dass ich diese Quest nicht mehr nachholen kann, wenn ich in der Questline mit Martin zu weit vorstoße. Deswegen will ich mich lieber jetzt darum kümmern, bevor es zu spät sein wird. So, aber was wollte ich sagen? Dass der Graf gesagt hat, dass wir eine Glanzleistung geleistet haben mit der Schließung des Oblivion-Tores. Aber dabei war es ja eigentlich nur Routine. Das machen wir ständig. Und jetzt könnte es sein, dass ich mich wiederholt habe. Ich habe nämlich vergessen, ob ich das schon vorhin erwähnt habe oder noch nicht. Egal. Was? Schneid dich raus. Ich bin recht praktisch begabt. Ruhe, Ork. Schneid dich raus. Obwohl, nee, schneid dich nicht raus. Lass ich drin. Bitte, fahrt fort. So, Pfeile.
Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Oh, crap. Stahlpfeile, Silberpfeile, Eisenpfeile. Mist. Die Elfenpfeile sind bei dem guten Herrn noch nicht respawned. Und ich gehe aber zu diesem Kerl hier, um meine ganzen Rüstungen und Gegenstände zu verkaufen. Schönen Tag. Denn... Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ja, kannst du. Obwohl, nee, kannst du nicht. Ich will nur verkaufen. Der Kerl hier mag uns mehr als der andere. So, die beiden Stäbe. Was haben wir noch?